Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar... Uhr, ernsthaft. Wir warten mal kurz, bis meine Uhr fertig ist. Sie ist fertig, okay. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist Dragon Age Origins und Awakening natürlich auch. Also, da habe ich mich nicht lumpen lassen und spiele natürlich alles beides. Und ja, das ist mittlerweile für mich ja schon die fünfte Aufnahme, weil jedes Mal Dragon Age Probleme gemacht hat. Deshalb werden wir wahrscheinlich bei der Charaktererstellung ein klein wenig schneller sein, weil ich das schon so grob mir meine Gedanken gemacht habe. Jo, werden wir mal gucken, wie wir das vielleicht in der Charaktererstellung machen. Was ich euch da noch erzählen kann, was ich noch nicht erzählt hatte, ist ja egal. Ihr habt es ja eh nicht gesehen, diese Fehlaufnahmen. Von daher machen wir das ganz normal. Jo, ich habe mich ein bisschen vor Dragon Age gedrückt. Ist halt ein sehr zeitintensives Spiel und zwischen Arbeit, Studium und Studiumaufgaben und bla 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 Ausreden. Kommt jetzt Dragon Age endlich. Ich werde mir mal ab und zu mal versuchen, irgendwie so ein bisschen Zeit reinzudrücken irgendwo. Und ja, ich habe 10.000 Mods installiert und hoffe, dass die einigermaßen auch schön anzusehen sind, sage ich jetzt mal. Und ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel, bevor wir ein neues Spiel machen. Wir machen natürlich auch die ganzen Kampagnen noch, aber jetzt nicht sofort. Hexenjahr kommt so ziemlich am Schluss. Awakening kommt, ich weiß gar nicht, kommt das vor oder nach der Hexenjagd? Ich würde einfach sagen, das machen wir. Das machen wir nach der Hexenjagd, genau. Dann nach dem... Nach der Hexenjagd... Nee, warte mal. Moment. Lianas Lied und die Golem vom Agnarak werden wir so mittendrin irgendwo mal machen. Die Chroniken der dunklen Brut, die machen wir am Ende. Ich hatte damals das Problem gemacht oder gehabt. Ich habe mich dadurch extrem gespoilert, weil ich die Chroniken der dunklen Brut zuerst gespielt habe. Und dann sieht man ja so ziemlich, wie das hier in der Hauptmission weiter verläuft. War ein etwas unglücklicher Fall, den ich da hatte. Naja. Also lasst euch gesagt sein, falls ihr das noch nicht gespielt habt, wenn ihr die Chroniken der dunklen Brut spielen wollt, macht das erst am Ende des Spiels. Ihr macht euch sonst nur unglücklich. Jo, das ist zum Ablauf und wir starten erstmal mit Origins. Und jetzt halte ich meinen Mund wegen Video. Episches Video. Bis gleich. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück. Als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her. Unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen.
Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Nun ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Jo, und da bin ich wieder. So. Ja, schönes Intro. Hat man schön gesehen, worum es eigentlich in dem Spiel geht. Und man sieht auch, es geht nicht so knapp. Oder zu leichtherzig, sag ich mal, an die Sache. Wird gleich mit Blut rumgespritzt wie sonst was. Jo, und ich muss sagen, ich habe mich schon eigentlich so vornherein festgesetzt auf eine bestimmte Rasse, Art, Geschlecht, was wir spielen. Wir spielen das menschliche Volk und einen Magier. Einfach weil ich das mit dem Magier am coolsten finde. Und ich finde, als Magier sehen so ziemlich jeder männliche Charakter extrem schwul aus. Und das will ich mir nicht antun, euch nicht antun, deshalb weiblicher Charakter. Auch wenn das Gesicht hier auch extrem hässlich ist, aber okay. Grüße. Und bei dem Magier, da hat man auch... Oh, Moment, ich muss mal kurz hier die Haut... Das sieht... Ich glaube, da gibt es nur einen. Das hier ist der angenehmste von allen. Alle anderen sehen so, naja, ne... Nicht so schön aus. Ja, Magier nehme ich, weil da kann man später ganz nette Kombinationen mit den Zaubern veranstalten, aber dazu später mehr. Nein! Der Zauber hat versagt! Grüße! Grüße! Ich bin entzückt! Grüße! Ich bin entzückt! Es hat nicht funktioniert! Irgendwie erziele ich keinerlei Wirkung. Ich glaube, für die Stimme muss ich erstmal nochmal den Kopf fährt spasteln. Wenn wir sehen, Haut waren wir ja schon. Marke, die sind ja eher drinnen. Machen wir es ja relativ blass. Nicht ganz so blass. Soll ja nicht aussehen wie eine Leiche. Ungefähr so. Ja, kann man so machen. So, Haare ist da. Das hier ist erröten. Wie gesagt, ein bisschen lebendig gestalten, dass er hier nicht gleich kreidebleich überall ist. So, Lippen können wir eigentlich so lassen. Lidschatten habe ich keinen Plan davon, deshalb lasse ich die Finger davon. Tattoo, da hatte ich das. Ich mag nicht so, wenn das so symmetrisch ist, das sieht immer irgendwie komisch aus. Deshalb hier so ein bisschen asymmetrisch, das ist so das einzige Tattoo, was da hier geht. Und einfach, wie das so ein bisschen aussieht, wie eine Brandnarbe oder irgendwie sowas. So ein bisschen Charakter verleihen, ne? Wollte ich so ein schönes Rot. Gibt es hier nicht ein intensiveres Farben? Nee, okay. Mal sehen, was haben wir da, was am nächsten rankommt. Hier die 2. Oder das hier. Ich glaube, das hier ist von der Farbe nicht schlecht. Ist so ein bisschen braun, rot, rötlich. Kann man so nehmen. Nehmen wir. Okay, dann gehen wir zu den Haaren. Haarmod hatte ich. Ich hatte eigentlich auch einen Haufen andere Mods noch drin, aber die haben sich alle so untereinander gebissen, die einige Mods, dass im Endeffekt nur noch der Haarmod blieb und alle anderen haben immer das Spiel zum Abstürzen gebracht. Zumindest in Kombination. Da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du den, der am wenigsten Probleme macht, und das war der Haarmod. Weil ich hatte auch noch irgendwie, was war's? Hautbeschaffenheitsmod und bla. Ja, und da ist halt... Alles ist kaputt gegangen. Okay, machen wir jetzt erstmal hier die Frisur. Muss ja zum Hexen passen. Oder Magierin. Und da gehen wir mal kurz hier durch. Wie gesagt, das hatte ich in der Aufnahme gesagt, wo ihr nicht dabei wart. Mensch, ich muss hier mir gerade differenzieren, was Aufnahme war und was hier Fehlaufnahme war. Ich möchte nämlich, dass man das hier so ein bisschen sieht. So ein bisschen. Ich habe das Tattoo nicht umsonst. Das heißt so extreme Haar. Partien, die so hier über das rechte Auge gehen, sind nur ein bisschen unangebracht. Und mal gucken, was wir da so alles haben. Ich würde sagen, wollen wir machen noch erstmal die Haarfarbe. Und zwar entweder weiß oder so ein schönes Rot. Ja, Rot ist, glaube ich, bei Hexen. Sie hat rote Haare, verbrennt sie! Ja, Hexen. Mal gucken.
Muss ja ein bisschen zur Magierin passen. Lange Haare. Würde ich jetzt die Hexe nicht so abnehmen. Und bei Feuerzaubern bezweifle ich, dass lange Haare vom Vorteil sind. Zumindest extrem lange. Sowas in der Art. Das, sieht irgendwie. Wenn ich das Frisur sehe, muss ich immer irgendwie ungewollt an Huhn denken. Ich glaube, es geht auch einigen anderen bestimmt so. Ich meine, das sieht schon aus wie Huhn. Was haben wir hier noch? Na, wie gesagt, hat Ruhe überdecken ist. Das ist, warte mal, Heavenly Sword, ne? War doch PS3 exklusiv, weshalb ich es nie gespielt habe. Und was haben wir hier noch? Kurzhaar-Frisur. Oh, nehmen wir. Nehmen wir das. Das nehmen wir. Hatte ich auch in der vorhergehenden Aufnahme, aber ich wollte eigentlich noch halt alle Haartypen halt mal kurz durchzeigen, ne? So, Augen, mal sehen, was haben wir denn für Augenformen? Nehmen wir das. Augengröße. Und ich gehe eine Anime-Figur machen, deshalb hier so ein bisschen kleiner die Augen. Wenn dann schon eher so ein bisschen zusammen. Nicht so viel, ein bisschen nur variieren. Ich habe es ja generell immer gerne bei solchen Charaktereinstellungen. Es ist bei mir, weicht das nie sehr von dem Standard hier ab, weil das alles andere kann man machen, wenn man zum Beispiel in Kenya stellen will. Wenn man dann hier irgendwie die Gesichtszüge ganz komisch verformt, aber meistens bin ich eher schon einer Freund des natürlichen Aussehens. Die Augen kann man mal so ein Stück nach oben. So ein bisschen. Brauntiefe. Achso, das ist hier wieder Seitenansicht. Machen wir es ungefähr so. Jo. Jo. Braunhöhe. Oh, traurig. Oh. Ne, nicht ganz so traurig. Machen wir hier so ein bisschen. Hier, da. Da. So, Nase. Nase sieht im Moment noch nicht so schön aus. Würde ich fast so nehmen. Aber nur fast. Nasenrücken gibt es hier das Nasentiefe. So ein bisschen rein. Genau. Die Nase steht ein bisschen nach oben. Nasenspitze. Tiefe. Das ist volle Seitenansicht. Irgendwo konnte man doch. Irgendwo ging das doch. Ich jetzt wüsste, welcher Regler das war. Das kommt doch eigentlich daneben. Zu dem Mund, der ist eigentlich gut so. Soll man so lassen. Nehmen wir so. Wird so genommen. Kiefer und Wangen, Nacken, lassen wir einfach so. Findet sich gut aus. So, achso, Name. Name ganz wichtig. Black Mask, das kann ich ja hier nicht nehmen. Deshalb nehmen wir hier Synonym Shadow. Shadow Amel. Den Nachnamen kann ich nicht erinnern. Porträt, wir machen mal kurz erstmal den Gesichtsausdruck. Es gibt bloß einen, entweder der erste oder der zweite. So mit so einem leichten Lächeln. Alles andere, seht selbst. Wird hier ein bisschen, ja, Psychopath-mäßig. Mal sehen, dann hier irgendwas, was hier so ein bisschen Kontrast bildet zu den roten Haaren. Vielleicht das Blau. Oder das Blau. Da ist das zweite Blau sogar besser geeignet. Boah. So. Nachdem wir das haben, so ein bisschen noch. Halt, nein, falscher.
Ah, da will ich ein Stück hoch. So, links und rechts bewegen. So schön mittig ein bisschen. Kommandoentfernung ist gut. Oder vielleicht ein bisschen. So ein bisschen. Das dann hier. So ungefähr. Und. So. Obwohl. Ne? So. Mach mal so. Ist halt wieder die Narbe im Bereich des Bildes. So, kann ich hier irgendwie mal rauszoomen? Nein, okay, dann nicht. Grüße. Ich bin entzückt. Ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Oh, bitte, ich brauche eine neue Waffe. Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Okay. Bei der erfahrenen Stimme klingt es immer so, als würde die durch die Nase sprechen. Das ist natürlich nicht so. So heldenhaft, würde ich mal sagen. Grüße. Mein Zauber hat nicht funktioniert. Und bei der weißen Stimme muss ich sagen. Eine andere Taktik versuchen. Das klingt mir ein bisschen zu jung. Bitte, ich müsste hier vorbei. Bis zum nächsten Mal. Grüße. Ich kriege den Zauber nicht hin. Diese Waffe bewirkt überhaupt nichts. Ich bin entzückt. Ah, das war's mit diesem Zauber. Grüße. Oh, mein Zauber. Das funktioniert nicht. Ich brauche etwas anderes. Ja, das ist eine ziemliche Raucherstimme bei der Brutalen. Ich muss sagen, das Sinnliche ist dann eher... Ich bin entzückt. Passt dann doch am besten mit zu dem Charakter. Es hat nicht funktioniert. Und man sieht ja auch, dass das Kostüm ein Mod ist, aber das sieht hier noch ein bisschen recht eckig aus. Ich hoffe, dass es im... Oder ich habe es ja schon mal gespielt und ich finde, im Spiel geht's einigermaßen. Was mich jetzt irritiert ist, dass hier unten die Sandalen zu komisch aussehen, als ob sich das ins Fleisch reingebrannt hätte. Ja... Gucken wir einfach mal später, ob das da noch weiter auffällt. Jo, wir sind Magier. Und ich hab's bei der ersten Aufnahme auch gemacht, deshalb mache ich es bei dieser Aufnahme auch. Wir lesen einfach mal vor, was diese ganzen Attribute verändern. Stärke bezeichnet die körperliche Fähigkeit eines Charakters. Hat direkten Aufschluss auf die Höhe des durch körperlichen Angriffe verursachten Schaden und beeinflusst außerdem die Treffgenauigkeit im Nahkampf. Ein hoher Stärkewert ist für Krieger unverzichtbar, vor allem wenn sie zweihändige Waffen führen möchten, und fast ebenso wichtig für Schurken. Geschicklichkeit. Ein Charakter mit hoher Geschicklichkeit hat größere Chancen, den Gegner zu treffen, Angriffen auszuweichen und erhöht außerdem den durch durchbohrenden Waffen wie Dolchen und Pfeilen verursachten Schaden. Dein hoher Geschicklichkeitswert unverzichtbar ist im Bogenschießen. Ah, okay. Man sollte den Satz auch kurz ganz lesen. Unverzichtbar ist, um Bogenschießen und Nahkampf mit zwei Waffen zu meistern, setzen Schurken vor allem auf diese Attribute. Ich hatte das Schurken irgendwie ein paar Zeilen weiter oben vermutet, aber okay. Willenskraft bezeichnet die Entschlossenheit und mentale Stärke eines Charakters. Magier mit hoher Willenskraft verfügen über große Mana-Reserven und können mehr Zauber wirken. Krieger und Schurken verleiht eine höhere Willenswert, mehr Ausdauer für ihre Kampftechniken und Spezialangriffe. Magie, jetzt kommen wir schon der Sache näher, was wir brauchen. Magie ist der Maßstab der natürlichen Affinität eines Charakters für die Welt des Arkanen. Dieses Attribut ist für Magier überaus wichtig, da diese Zauberkraft erhöht, die wiederum die Effektivität sämtlicher Zauber bestimmt. Darüber hinaus bestimmt dieses Attribut bei allen Klassen, wie effektiv ein Charakter Tränke, Umschläge und Salben nutzen kann. Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt und Fähigkeiten wie Kräuterkunde oder Kampftaktiken zu lernen, ist eine schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung. Da viele ihre Klassenfähigkeiten und Spezialangriffe weniger von Stärke als vielmehr von Raffinesse und der Beobachtung des Gegners abhängen, profitieren Schurken von diesem Attribut am meisten. So, jetzt hier noch Konstitution, bitte umspringen, danke. Konstitution steht für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit eines Charakters. Eine hohe Konstitution hat direkten Einfluss darauf, wie viel Schaden ein Charakter verkraften kann, bevor er im Kampf fällt. So, und da ich vorhabe, so ein bisschen Nahkampfmagier zu machen, würde ich sagen, machen wir erstmal so ein bisschen Magie. Zwei Punkte sind da Pflicht. Konstitution ein und in Willenskraft machen wir auch mal ein. Und...
glaube, später wollen wir ja auch noch fette Rüstung tragen. Da brauchen wir minimal auch Stärke. Da als Nahkampfmagier ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, da noch ein bisschen mit Stärke reinzunehmen. So, jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten. Es gibt einmal hier Charisma, das ist halt wegen hier Manipulation von Leuten. Stehlen erklärt sich, glaube ich, von selbst. Fallenbau, ja, Mensch kann halt Fallen aufbauen. Überleben, ja. Man hat dann hier Naturresistenzen und, was hat man noch davon? Großartig. Mal gucken, was auf der höchsten Stufe ist. Der Charakter kann sämtliche Wesen in seiner Nähe, Umgebung von ihrer Stufe aufspüren. Er hält außerdem Boni auf Naturresistenz. Da kann man halt Gegner, glaube ich, aufspüren oder halt Lebewesen in der Nähe. Giftherstellung ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Kampfausbildung ist halt, damit kann man halt... Und ich lese einfach mal vor. Der Charakter hat die grundlegende Kampfausbildung hinter sich gebracht, wodurch Krieger und Schurken nun Zugriff auf Waffen, Talente der ersten Stufe erhalten. Magier verkraften mehr Schaden durch Angriffe, bevor sie Zauber unterbrochen werden. Kräuterkunde sind halt Herstellung von Heiltränken und Kampftaktiken, da hat man halt einen Slot mehr. Weil man kann ja später den ganzen Charakteren auch Befehle geben, zum Beispiel fällt dein Leben oder den und den Wert, dann benutze Heiltrank oder kleinen Heiltrank oder nutze diesen und diesen Skill. Da kann man sehr viel mitmachen. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir Charisma hier so ein bisschen Redenskraft ist immer gut, weil man kann auch einige Kämpfe umgehen, indem man einfach gut mit den Leuten redet. Und das will ich auch so ein bisschen schaffen. Kann ich das hier? Ne, das sind dann hier. Achso, ja, Levelbegrenzung, ne? Als ich das erste Mal, ich habe es jetzt so knapp eine Stunde wieder mal gespielt, bei der einen Aufnahme, die schief gegangen ist, da hatte ich erst Heilen und Steinrüstung gemacht. Wir haben zwar relativ wenig Schaden bekommen, muss aber sagen, dass ich es geiler fände, wenn wir noch einen Angriffszauber hätten. Heilen will ich auf jeden Fall haben. Und man kann halt so schöne Kombinationen mit Eis und Stein machen oder halt mit hier Schmiere und Feuer. Da gibt es noch ganz nette Kombinationen. Geist habe ich irgendwie nie so beachtet. Muss ich vielleicht auch mal so ein bisschen machen. Wandelnde Bombe. Was haben wir? Infiziert ein Ziel auf magische Weise. Setzen ein Gift, das stirbt das Ziel, während dieses Effektes aktiv ist, explodiert es und fügt anderen in seiner Nähe Schaden zu. Dieser Zauber ähnelt zwar den ansteckenden wandelnden Bomben, aber da gehe ich mit dem Zeiger runter. Aber die Magie beider Zauberer ist nicht kompatibel und ein Ziel kann nicht mit beiden infiziert werden. Auch Verbündete können davon nicht betroffen sein. Ansteckende wandelnde Bombe. Welcher Zauber ist das? Ach, das hier ist das. Okay, das ist also dann später dann. Geistschlag, Veränderung. Das klingt auch interessant. Der Zauber erschafft eine unheilvolle Verbindung zu seinem Ziel und entzieht dessen Lebensenergie, um sich selbst zu heilen. Das höchste. Sammel beschwört eine Wolke aus verzehrenden entropischer Energie herauf, die allen, die sie betreten, kontinuierlich Giftschaden, die Geistschaden zufügt. Auch Verbündete können da, das ist meistens ziemlich uncool. Ich hab's nämlich drauf, meine eigenen Teammitglieder zu töten, wenn ich die Fähigkeit dazu habe. Ich würde sagen, das hier behalten wir mal im Auge, weil das aber beschwört einen Leichnam eines Gegners, ein Skelett herauf, das gleichzeitig. Dass sie doch nur eine Marionette seines Meisters ist. Ohne direkten Befehl weder Talente noch Zauber einsetzt. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Sehen Mana da. Ich würde aber sagen, wir nehmen erstmal trotzdem das Klassische. Irgendwo war er auch. Irgendwo gibt es dann auch Wiederbeleben. Der Skill hab brauche ich nämlich unbedingt später. Damit kann man nämlich so auch ziemlich schwere Bosse dann vernichten. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die eisige Umarmung. Jo. Jo. Ist gut so. Wir lassen auf normal. Es gibt noch die Möglichkeit auf leicht, aber ich bin kein Noob.
möchte ich mir jetzt einfach mal so behaupten. Und würde deshalb sagen, dass wir das einfach auf normal lassen. Schwer möchte ich mir nicht antun. Ich glaube, auf schwer kann es sein, dass ich bei einigen Gegnern ziemlich aufs Maul kriege. So, normal. Und dann dürfte es, glaube ich, auch gleich losgehen. Wie gesagt, bei der ersten Aufnahme, wo ihr nicht dabei seid. Auf einer Klippe über den dunklen Wassern des Kalenhardsees erhebt sich eine Turmfestel, die Heimat des Zirkels der Magi. Der Turm ist der einzige Ort in Ferelden, wo Magier inmitten von ihresgleichen ihre Kunst erlernen können. Innerhalb der hohen Steinmauern wirkt der Zirkel seine Magie und bildet Schüler in der korrekten Anwendung ihrer Macht aus. Aber der Turm des Zirkels ist ebenso Gefängnis wie Zuflucht. Aufmerksame Templer der Kirche überwachen die Magier und achten auf das kleinste Zeichen von Verderbtheit. Dieser goldene Käfig ist die einzige Welt, die du kennst. Als Kleinkind wurde deine Magiebegabung entdeckt. Du wurdest deiner Familie entrissen und zur Ausbildung hierher gebracht. Deine Ausbildungszeit ist nun fast zu Ende und dir steht nur noch eine letzte Prüfung bevor. Die Läuterung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. So sprach die Prophetin Andraste, als sie das Reich Tevinter stürzte, dessen Magier die Welt an den Rand des Untergangs gebracht hatten. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Denn Dämonen aus der Welt der Träume, dem Nichts, kommen zu euch, um euch als Tor in diese Welt zu benutzen. Deshalb gibt es die Läuterung. Das Ritual schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet. Gerüstet nur mit eurem Willen. Okay. Und was geschieht, wenn ich den Dämon nicht besiegen kann? Er wird euch in eine Abscheulichkeit verwandeln. Und die Templer müssen euch erschlagen. Keine russischen Aussichten. Das ist Lyrium. Die Essenz der Magie. Und euer Portal ins Nichts. Die Läuterung ist ein Geheimnis, weil es notwendig ist. Jeder Magier muss diese Feuerprobe durchlaufen. Ihr werdet sie bestehen, wie wir auch. Bleibt bei klarem Verstand und bedenkt, dass das Nichts eine Traumwelt ist. Die Geister herrschen dort, aber euer eigener Wille ist real. Schüler müssen die Prüfung alleine bestehen, erster Verzauberer. Ihr seid bereit. Okay. Der Abschnitt ist optisch nicht so cool, sag ich mal. Weil da ziemlich viel Verschwommenes ist. Und bevor ich gleich weitermache, würde ich sagen. Jetzt läuft erstmal hier die ganzen. Ja. Nimmt man das Tutorial durch. Ich mache aber erstmal hier Pause. Mache hier einen kurzen Cut und bin gleich wieder da, weil ich einfach mal gucken muss, wie das von dem Sound technisch ist. Ob ich da irgendwas noch einstellen muss, bevor ich euch jetzt hier stundenlang das Ohr abkaue und man mich sowieso nicht versteht, weil der Hintergrund so laut ist. Also würde ich sagen, ich gucke kurz nach und wir sehen uns sowieso in einer Sekunde wieder. Bis gleich. So, und da ist die Sekunde auch schon wieder rum. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen. Ich habe gemerkt, der Sound war extrem laut im Gegensatz zu meiner Stimme. Also man hat mich, wenn der Hintergrund plötzlich laut wurde, mich selbst nicht mehr verstanden. Und dafür sorry und ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich habe es jetzt mal auf unter die Hälfte leiser gedreht. So, wir können uns halt hier so bewegen. Ja, Erkundung, BWASD. Können hier mit A und D können wir halt drehen und mit S und W vorwärts und rückwärts. Wir können aber auch zum Beispiel hier halt einfach die Maus nehmen, um uns umzugucken. Die rechte Maustaste und mit der rechten agieren wir. Muss ich mich hier auch immer wieder reinfinden. Doppelklick. Okay. Also das hier ist unser Inventar und da haben wir so ein paar Collector's Edition Items. Zum Beispiel das Fumari-Buch. Die Fumaris sind für ihre bedingungslosen und hingebungsvollen Streben nach Wissen bekannt. Das Handbuch ist eine der bekanntesten Texte der Fumari und vermittelt verschiedene Erkenntnisse über Fähigkeiten und Wissen. Der Benutzer dieses Buches
oder der Leser dieses Buches erhält einen Punkt, um eine Fähigkeit zu steigern. Danach wird es aber nutzlos. Das benutzt man natürlich. So. Achso. Man muss dann immer wieder rausgehen, weil während man im Menü ist, wird es pausiert. Und da, wie gesagt, das ist halt die Optik, von der ich gesprochen habe. Das ist alles so im Hintergrund so ein bisschen schwammig. Das wird natürlich nicht das ganze Spiel über sein. Das ist jetzt hier nur im Nichts. So. Zauberbuch der Eiswüsten. Auf diesen Seiten finden sich hunderte von grauenhaften Geschichten, die beschreiben, wie die Barbaren der Eiswüste in ihren eisigen Heimat, weit nördlich von Ortland, überleben. Die Verfasser hoffen, dass ihre Erzählungen und den Lesern, in Zeiten der Not weiterhelfen oder dass sie sich zumindest unterhaltsam finden. Dass sie die Geschichten unterhaltsam finden. Gott, lesen, Junge! Wird besser. Kann nur besser werden, hoffe ich. So, gehen wir wieder raus. Haben jetzt hier auch einen Punkt bekommen. Das sind so nur im Nichts funktionierende Heiltränke, sag ich mal. So, hier haben wir einen Helm. Den benutzen wir natürlich auch. Ich meine, steht uns. Finde ich. Dann haben wir hier noch Schuhe. Die sind auch besser als die, die wir im Moment haben. Und ja, die Drachenrüstungsstärke, ne? Da müssen wir als Magier noch ein bisschen drauf nehmen. Das Gute bei Rüstungen ist, Kriegern und Schurken wird Ausdauer von der Rüstung abgezogen. Und da wir Mana haben, kann uns das relativ egal sein. Das Einzige, was uns halt betrifft, ist, glaube ich, wir sind ein Ticken langsamer. Aber das soll uns, glaube ich, jetzt mal nicht so stören. Da sind wir eh so standardmäßig, fernkampfmäßig unterwegs. Und nur im Notfall gehen wir dann halt in den Nahkampf, wo wir dann halt extrem Schaden austeilen. So, Gesundheitsregeneration beim Erkunden, Rüstung, Naturresistenz und mehr Verteidigung, nehme ich doch den. Achso, Doppelklick geht hier. Klugheit, das ist natürlich ein super Gürtel. So, dann mal sehen, Gesundheitsregeneration im im Kampf, verringert Feindseligkeit, 15% auf heilende Effekte, und da wir heilen haben, ist das gar nicht so verkehrt. Feuerring, Konstitution, Feuerresistenz und Geist. Resistenz, ne? Ja, Resistenz. Eid der Niedertracht. Rüstungsrechtringung, nicht so. Glücksstein, das wäre doof, wenn da steht Attribute überall plus 1, wenn man den nicht nehmen würde. Und Gedächtnisring ist Gedächtnisring. Jo. Das sind hier unsere Stiefel. Das können wir noch nicht benutzen. Die Schneide bei Geschicklichkeit. Werden wir wahrscheinlich auch nicht allzu weit skillen. Accessoires haben wir schon durchgeguckt. Das sind, wie gesagt, Heiltränke. Handwerkszeug haben wir noch nicht und Questgegenstände auch noch nicht. Ja, heißt, gehen wir zurück und mit null Money gehen wir einfach los. Beunruhigende Statue. So, und hier gibt es immer Codex-Eintragungen. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ob ich da mal einfach... Das mache ich, glaube ich, einfach als Special hinten dran. Da mache ich so ein paar Lesestunden, so ein bisschen über die Kultur und Geschichte. Das mache ich aber als Special, weil ich glaube, das können viele, und ich meine, das ist nicht wenig. Ich glaube, das werde ich mir auch noch überlegen, ob ich das wirklich zu allen mache. Das kann, glaube ich, ziemlich einschläfernd wirken. Ich meine, einige Einträge sind recht kurz. Die sind schnell gemacht. Und andere, die würden halt etwas länger dauern. Ich glaube, das sind vor allem die Kreaturen. Nö. Was waren das? Magie und Religion, ne? Ne, ist auch nicht so lang. Irgendwas war doch hier so extrem lang gerade. Auf jeden Fall ist einiges ziemlich lang und da werde ich, glaube ich, jetzt am Ende so ein Special machen, wo ich halt so ein bisschen vorlese. Achso. Optionen muss ich noch was einstellen. Pausebeginn ist aus. Warum hat das jetzt automatisch pausiert? Das finde ich jetzt aber nicht toll. Das will ich nämlich nicht. Mit Leertaste können wir nämlich den Kampf pausieren, können rauszoomen und dann halt unsere Befehle geben. Zum Beispiel habe ich jetzt den Befehl gegeben, anzugreifen. Und muss aber vorher sagen, ich habe hier noch was eigentlich. Ach ja, mach mal nach dem Kampf. So, und jetzt sage ich, erstmal normal angreifen, aber ich möchte einfrieren. Jetzt habe ich halt eisige Umarmung. Das viel gemacht. Und friere es natürlich ein. Jetzt kann es nichts machen. Das heißt, wir können jetzt es angreifen oder ist es schon tot? Schon tot? Ja, in Ordnung. Das ist echt schon tot. Okay, das
Jo. Ich hatte ja das eine Mal nur Steinrüstung und der Zauber hat weniger Schaden gemacht. Eisige Umarmung ist krass, dass ich die Viecher dann schon one hätte. So, das haben wir vor und Blutmagier wäre eigentlich auch geil, aber Geistheiler ist halt dann das mit der Wiederbeleben und die Kombination ist eigentlich recht cool. Ja, muss ich mir überlegen. Ihr könnt ja vielleicht noch ein bisschen mit abstimmen, aber meint, na komm, mach doch mal Blutmagie und lass sie für den Geistheiler weg oder... Also eins bin ich bereit zu tauschen, falls ihr das unbedingt wollt. Falls nicht, nehme ich die beiden. Und ansonsten sagt er halt, ja, lass das weg und nimm dafür das. Werde ich mal sehen, was so in den Kommentaren am meisten gewünscht wird. Hier wieder was ein bisschen auf Stärke. Ich glaube, pro Stufe mache ich mal immer so einen Punkt auf Stärke, weil das ist ja dann für die Rüstung halt wichtig. Und jo, Magie hoch. Konstitution machen wir dann in den späteren Leveln. Und ich würde sagen, machen wir hier so ein bisschen Ausbildung. Was war das für Magier? Ja, mehr Schaden, also wir können Schaden erleiden und können trotzdem noch den Zauber wirken. Ansonsten könnte es halt ja sein, dass wir unterbrochen werden. Halt! Da, mach mal weg. Bam! Das ist so angenehm, dass ich das beim ersten Durchlauf nicht hatte. Das ist ja leider schon eine Schweinerei. Ah, das ist noch zu weit weg. So. Er wird uns, glaube ich, aber trotzdem treffen. Und auszuweichen bringt nichts, weil das Ding ist zielsuchend. Meine Maus. Noch jemand, der den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde. So naiv und unvorbereitet wie immer. Es ist nicht richtig, dass sie das tun, diese Templer. Weder euch, noch mir, noch sonst jemanden gegenüber. Okay. Ich würde sagen, ich werde Erfolg haben und egal, ob es richtig ist oder nicht. Das sagt ihr jetzt, ebenso wie schon so viele vor euch. Seht mich an. Seht euch an, was geschehen kann. Wer hat dich in deine Maus verwandelt? Es ist immer dasselbe. Aber es ist nicht eure Schuld. Ihr sitzt im selben Boot wie ich damals, nicht wahr? Erlaubt mir, euch im Nichts willkommen zu heißen. Nennt mich einfach, nun ja, Maus. Maus. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Da musste ich kurz mit dem Hund, ja, rausgehen. Und ein bisschen beschäftigen, damit er hier ein bisschen hier Auslauf und Spaß und hast du nicht gesehen hat. Und jetzt geht's weiter. Maus ist bestimmt nicht dein richtiger Name, oder? Nein, aber ich erinnere mich an nichts, was vorher war. Wisst ihr, die Templer töten einen, wenn man zu lang braucht. Sie gehen davon aus, dass man versagt hat und wollen verhindern, dass etwas nach draußen kommt. Ich schätze, genau das haben sie mit mir gemacht. Ich habe keinen Körper mehr, den ich zurückfordern könnte. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor es euch ebenso ergeht. Verstehe ich das richtig? Deine Gedanken sind hier im Nichts gefangen, wo eigentlich ich die Kontrolle habe, weil es ja eigentlich das Nichts ist, wo ich bin und ich mit meinen Gedanken irgendwie verwirrend. Okay, mal sehen. Wie viel Zeit bleibt denn mir genau, bis die Templer eingreifen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin weggerannt und habe mich versteckt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. War ja nicht sehr heldenhaft von dir, ne? Aber ich muss sagen, das wird mir nicht passieren. Das haben auch andere gesagt. Aber ihr kennt die Gefahr nicht. Hier ist etwas eingesperrt, das auf eine Schülerin wie euch wartet. Ihr müsst euch diesem Wesen, diesem Dämon stellen und ihm widerstehen, wenn ihr könnt. Das ist euer Weg hier raus. Oder der eures Gegners, wenn die Templer euch nicht töten würden. Für euch ist es eine Prüfung. Für die Wesen des Nichts eine Verlockung. Alles kann sterben. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Es wäre töricht, einfach alles anzugreifen, was ihr seht. Euer Widersacher ist mächtig und klug. Hier sind noch andere Geister. Sie können euch noch mehr erzählen und vielleicht auch helfen. Wenn ihr in der Lage seid, alles zu glauben, was ihr seht. Wenn es euch recht ist, folge ich euch. Ich hatte meine Chance vor langer Zeit, aber ihr könntet einen Ausweg finden. Was ich mich jetzt noch frage, er hat gesagt, das haben andere auch schon gesagt. Nicht weit entfernt ist ein gefährlicher Geist.
Ihr solltet euch ihm erst nähern, wenn ihr bereit für einen Kampf seid. Okay. Um nochmal hier drauf zurückzukommen. Also, hier wird das mit der Lara der Dämon erscheinen. Das weiß ich schon. Ich meine, der Feuerring gibt so leichten Aufschluss darüber, was hier passieren könnte. Oh, eine Ader. An diesem Ort wird die Prüfung stattfinden. Ein neuer Kodex-Eintrag. Aber dort wird es sich manifestieren. Ja, was ich sagen wollte. Er hat gesagt, so viele haben schon das gesagt. Wie viele hat er begleitet und wie viele hat er dann schon sterben sehen? Diese eisige Umarmung ist so witzlos teilweise. Das ist krass. Ein Schlag und das Vieh stirbt. Mal sehen, hier ist auch noch was. Nicht so nah, nicht so nah. Codex-Eintrag und mehr Heilung. Jo, mehr Heilung ist mehr Heilung. Achso, jetzt kann ich das mal kurz demonstrieren. Da. Homing. Bam. So, Hallöchen. In dieser Richtung ist ein weiterer Geist. Nein. Immer, dass er seinem Namen nicht gerecht wird. Wieso, wie heißt er denn? Heldenmut. Okay. Haben Sie also wieder eine Sterbliche ins Feuer geworfen? Anscheinend. Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet einem Dämon zu stellen. Gegeneinander? Aber wir sind doch keine Krieger. Aber sie lassen euch gegen einen Dämon kämpfen. Ob mit Magie oder Waffen, um zu siegen, müsst ihr ein Krieger werden. Da ihr noch hier seid, habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Danke. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Natürlich. Ihr seid nicht die erste Sterbliche, die darum ersucht. Aber ich bin nicht hier, um euch zu helfen. Mein Ziel ist es, die perfekte Waffe zu schaffen, mit der dann jemand wahren Heldenmut beweisen kann. Okay, und diese Waffe würde den Dämon auch schaden? Ganz ohne Zweifel. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens. Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr, damit Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Okay. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Ich gebe euch eine. Wenn ihr vorher im Duell gegen mich antretet. Heldenmut wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Das könnte man mal machen, wenn da schon so eine Option mal gegeben ist. Welch Anschuldigung! Ich bin kein Dämon, der hilflosen Sterblichen wegen ihrer Essenz nachstellt. Ich stehe für Ehre und Heldenmut. Ich bin ein Krieger. Wir entschuldigen uns mal, wir sind mal nett. Verzeihung. Das will ich auch nicht hoffen. Ich helfe euch gerade, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber ich nehme nicht zurück, was ich gesagt habe. Wollt ihr das Duell oder nicht? Na ja, gut. Dann stimme ich dir zu. Duellieren wir uns. Wie ihr wünscht, Sterbliche. Wir kämpfen, bis ich überzeugt bin, dass ihr stark genug seid, um den Dämon zu besiegen. Überzeugt ihr mich nicht, erschlage ich euch. Klingt fair. Habt ihr die Regeln verstanden? Jupp. Damit beginnt unser Duell. Kämpft mit Heldenmut. Zack. Erstmal mit dieser übermenschlichen Kraft die Zeit anhalten und Eis. Oder wie nennt sich das nochmal? Eisige Umarmung. Bam. Ja, in Ordnung. Oh je. Oh je.
Noch ein Schaden. Bam. Genug. Eure Stärke reicht für die Aufgabe aus. Der Stab ist euer. Ist immer nicht der Arsch, ich sag einfach mal danke. Er hat uns immerhin geholfen. Möget ihr Ruhm bei all euren Vorhaben finden, Sterblicher. So. Ach, der Helm, der steht's. Passt super zu dem Outfit, oder? Gott. Okay, rüsten wir erstmal den Stab aus. Heldenmutsstab aus Eisen. Achso. Ich will immer aus online spielen. Wie man es kennt, springen mit Leertaste, aber hier hält man ja einfach nur die Zeit an. Und hinten ist ein weiterer Geist und... Sieh denn Wölfe, wie viele? Nur einer. Okay. Achso. So. Bam! Und zack. Ah, oh, noch einer. Aber selbstverständlich. Ist doch mehrere. Seid vorsichtig. Hier ist ein weiterer Geist. Nicht derjenige, der euch jagt, aber dennoch. Das ist die Dämon. Die Dämon der Trägheit. Ja, das ist der Dämon der Trägheit. Hm. Ihr seid also die Sterbliche, die gejagt wird. Und der Kleine da, ist das ein Appetit haben für mich? Nein, heute gibt es keine Häppchen. Auch recht. Der Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und vielleicht bleiben ja ein paar Reste übrig. Von mir ganz bestimmt nicht. Hm. Was wisst ihr über den anderen Dämon? Ich weiß, dass ihr versagen werdet. Und dann wird er euch fressen. Okay, du bist mir langsam... Fort. Ihr habt sicher Besseres zu tun, als die Trägheit zu belästigen, Sterbliche. Ich bin eurer bereits überdrüssig. Okay. Erst mich unterbrechen und dann mich wegschicken. Das habe ich ja gerne. Naja. Ihr habt da einen hübschen Stab. Wozu braucht ihr mich? Benutzt die Waffe, die ihr euch verdient habt. Beweist Kühnheit. Er scheint mächtig zu sein. Er könnte euch vielleicht beibringen, so wie er zu werden. Wie ich? Einem Sterblichen beibringen, diese Form anzunehmen? Wozu? Die meisten Sterblichen hängen zu sehr an ihrer eigenen Form, um das zu lernen. Aber ihr, Kleiner, wärt sicher ein besserer Schüler. Ihr habt euch schon vor Jahren von der Menschenform gelöst. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und ich könnte mich nur schlecht verstecken. Ach, verstecken. Jedes Mal rennst du vom Wegrennen und verstecken. Verstecken löst keine Probleme. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Ihr habt recht. Der Dämon verzehrt mich immer noch. Und ich verliere mich, Stück für Stück. Es gibt für mich keinen Weg hinaus. Verstecken verzögert das alles nur. Ich muss mich dem Dämon stellen. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Trägheit. Wie schön. Aber Unterricht ist so anstrengend. Los, geht jetzt. Aber ihr sagtet... Maus will es lernen, bringt es ihm bei. Ja, aber ich würde sagen, wir wollen ja, dass er uns hilft, also müssen wir nicht so forsch rangehen. Ihr könnt nicht einfach etwas vorschlagen und dann einen Rückzieher machen. Ich? Ihr müsst noch viel über das Nichts lernen, kleine Sterbliche. Hm.
Okay, dann befehlen wir uns ihn doch. Maus will es lernen. Bringt es ihm ihr bei. Ihr wollt meine Form erlernen, Kleiner. Dann habe ich eine Aufgabe für eure Freunde. Okay. Wenn sie 3 Rätsel löst, dann bringe ich es euch bei. Wenn nicht, fresse ich euch beide. Klingt fair. Eure Entscheidung. Wirklich? Das verspricht ja immer besser zu werden. Hier mein erstes Rätsel. Ich habe Meere ohne Wasser, Küsten ohne Sand, Städte ohne Menschen, Berge ohne Land. Was bin ich? Der Mond fährt schon mal weg. Ein Boot hat keine Städte. Eine Wüste hat... Wüstenmeere, Wüstenstädte, Wüsten hat keine Berge, ich würde sagen eine Landkarte. Richtig. Machen wir weiter. Das zweite Rätsel. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Was bin ich? Ein Griff? Quatsch. Den kann man berühren. Eine Rede kann gehalten werden und man kann sie richtig benutzen. Der Atem, naja, dafür muss man nicht klug sein, um den zu benutzen. Intelligenz, wie kann man Intelligenz halten? Also man kann es versuchen zu behalten, aber gehalten werden? Naja. Ein Schwert. Schwert wurde auch noch... selten berührt. Das Schwert wurde relativ oft berührt. Würde ich sagen, eine Rede. Ja, genau. Eine kluge Rede. Ganz recht. Machen wir weiter? Klar. Oft erzähle ich eine Geschichte. Berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dennoch meist vergessen. Was bin ich? Ein Traum? Gibt's das? Ein Traum. Lügner. Rätselstelle. Nö, ein Traum. Das ist richtig. Ziemlich passend hier im Nichts, oder? Aber ihr habt meine Rätsel gelöst und für unterhaltsame Ablenkung gesorgt. Darum bringe ich euch meine Form bei. Hört genau zu. Interessantes Gefühl. Es prickelt überall. Ich glaube, das gefällt mir. Ähnlich genug. Geht jetzt und besiegt euren Dämon. Oder was immer ihr sonst vorhabt. Euer sterblichen Geschwätz ermüdet mich zunehmend. Vielen Dank. So, hier sind wir Bär mit Stab. Und jetzt dürfen wir uns eigentlich den Dämon stellen dürfen. Wurde ja vorhin schon gesagt, dass er sich wahrscheinlich dann dort bei dem Feuerkreis manifestieren wird. Natürlich, vorher nochmal kämpfen. Da oben. Zuerst fertig. Zack. Ich würde sagen, wir gehen einfach hin. Achso, der Bär, der macht sein Ding. Okay. Gut. So. Das ist noch nicht bereit. Dann machen wir einfach Arkanbolzen. Zack. Das macht eigentlich der Bär. Der Bär, der hat schon alles aktiviert. Okay. Dann lass mal ihn das einfach mal so weitermachen. So, den frieren wir ein, damit wir den hier weiter auseinandernehmen können. Super. Super Bär.